herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch eine Karte basteln. Dazu habe ich auch einen Anlass, denn wie jeden Monat kriegen 5 Mädels aus meinem Team für ihre besonderen Leistungen eine Karte geschickt. Und 4 davon habe ich schon gemacht. Und die Nummer 5, da mache ich jetzt mit euch zusammen die Karte. Und zwar so soll sie später aussehen. Dazu braucht ihr einmal in Schiefergrau in der Größe A6 Farbkarton, dann in Aquamarin in der Größe 12,8 x 8,5, in der Größe 12,5 x 8,2 Flüsterweiß, Farngrün in der Größe 11 x 4,5 und nochmal Aquamarin in der Größe 4 x 4 cm. So, wir fangen an mit dem Bestempeln in Farngrün. Und zwar, ich lege mir da jetzt schnell mal was unter, da ich über den Rand stemple. Ich finde auf mysteriöse Weise mein Farngrün-Stempelkissen nicht mehr. Ist aber an sich gar nicht so schlimm, denn einen viel schöneren Effekt, wenn ihr Ton in Ton stempeln wollt, also Farngrün auf Farngrün, bekommt ihr eh, wenn ihr Versamark verwendet. Versamark ist ein Wasserzeichen-Stempelkissen. Das verwendet man auch, wenn man zum Beispiel heiß embossen möchte. Und ihr könnt damit auch einen ganz tollen Wasserzeichen-Effekt erzielen. Und das machen wir heute. Verwenden werde ich das Stempelset Remarkable You. Das habe ich hier jetzt in der Holzvariante mit den Holzklötzen. Ihr seht, diese Hälfte habe ich noch nicht montiert. Diese hingegen schon. Und zwar möchte ich daraus die Blätter verwenden. So, um jetzt das Stempelkissen einzufärben. Große Stempel drehe ich gerne rum und färbe sie von oben mit dem Kissen ein. Damit tupfe ich jetzt mehrfach mit Versamark auf den Stempel, bis ich sehe, dass der komplette Stempel, also das komplette Motiv am Glänzen ist. Und dann platziere ich jetzt hier auf dem farngrünen Papier von zwei Seiten mein Stempelmotiv. Zwischendrin färbe ich nochmal nach, damit der zweite Abdruck von der Intensität genauso ist wie der erste Abdruck. So. So, und jetzt seht ihr, dass, wenn es trocknet, dann dunkelt das noch ein bisschen nach. Habt ihr einen schönen Ton-in-Ton-Effekt, aber im Gegensatz zu, wenn ihr mit Farngrün direkt auf Farngrün stempelt, ist es jetzt wesentlich, ja, ein bisschen leichter, nicht so voll von der Farbe, was ich persönlich gar nicht mal so schlecht finde. So. Jetzt haben wir den Teil. Wir brauchen jetzt aus dem gleichen Stempelset den Textstempel You are remarkable. Das bedeutet so viel auf Deutsch wie du bist beeindruckend oder bemerkenswert. Und das möchte ich jetzt hier am Rand stempeln. Ich habe beim Montieren des Stempels darauf geachtet, dass es einigermaßen gerade ist. Also gerade im Sinne von, dass das Stempelmotiv beim Aufkleben auch parallel läuft zu dem Holzblock. In dem Fall dadurch, dass der Schriftsatz, die Schreibschrift etwas, ja, wie soll ich sagen, nach oben gezogen ist, orientiere ich mich dabei dann nach dem You are. So, und den Stempel färben wir zweifarbig ein. Und zwar nehmen wir dazu die Stampin' Write Marker. Ihr braucht zum Einfärben die dicke Seite, die Pinselseite, das seht ihr hier an dem dicken Strich. So, zwar färbe ich jetzt erst in Grau, in Schiefergrau, das You are ein. Und dann in Aquamarin die ganze Schreibschrift, das Remarkable. So, und noch einmal zurück und das R nochmal mitmachen.
So, und damit jetzt zum Beispiel das You are wieder etwas angefeuchtet wird, hauchen wir das Ganze einmal an. So, und dann platziere ich den Stempel links in der Ecke von dem Flüsterweiß und habe jetzt meinen Stempelabdruck. Ja, so, jetzt kann ich mein Farngrün aufkleben. Und zwar mache ich das am liebsten jetzt mit meinem Flinkfix. Das ist für mich jetzt die Alternative für den Snail, weil es besser klebt als der Snail. Und es ist, wenn man die Übung raus hat, auch genauso einfach zu verwenden. So, ich schaue jetzt, dass links und rechts hier der Abstand gleich ist. Der Abstand nach oben kann ruhig ein bisschen weniger sein, denn diese Karte ist nach der Vorlage des neuen Sketch von Match the Sketch gemacht. Und da ist auch hier der Abstand kleiner als hier zu den beiden Seiten in der Vorlage. Da halte ich mich natürlich dann dran. So, jetzt können wir das Ganze matten, also mit Aquamarin hinterlegen. Dazu färbt ihr das kleinere Stück Farbkarton, in dem Fall dann das Flüsterweiße, nicht einfärben, Kleber aufbringen. So, und klebt dann im Idealfall mit recht identischen Abständen rundherum, also nicht so, wie ich es gerade gemacht habe. So, immer erst festdrücken, wenn ihr einigermaßen gerade seid. So, das heißt, den Teil haben wir jetzt fertig. Den können wir auch schon auf die Karte aufkleben. Vom Geschmack her müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr lieber hier oben oder hier an der Seite die Falzkante habt. Ich mache es gerne so, dass ich je nachdem, wie die Kartenorientierung ist, die obere Kante mit der Falzkante habe, weil es dann einfach besser ist, die Karte zu fotografieren, weil dann der Schattenwurf anders ist. So, bringen wir das also auch schnell noch auf. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Jetzt habe ich hier mein Stück Aquamarin in 4x4. Dazu brauche ich nun meine Big Shot. Wie ihr seht, die wird öfters verwendet. Und ich muss jetzt prägen. Dazu nehme ich meine Mehrzweckplatte und klappe den ersten Tab, also den obersten Tab weg, sodass ich jetzt hier auf Tab 1 bin. Hier seht ihr auch Textured Impressions. Und zwar sind das quasi die Einstellungen eurer Mehrzweckplatte für den Prägefolder. Den Prägefolder, den ich verwende, ist der neue hier. Pünktchenkreation nennt er sich. Kann man das erkennen? Ja, ein bisschen. So, und zwar, wo ist mein Papier? Da. Ich platziere jetzt mein Papier im Prägefolder. Dadurch, dass das Muster symmetrisch verläuft, schaue ich, dass ich mich ein bisschen links und rechts ausrichte, dass hier einigermaßen gerade liegt. Und dann baue ich mein Sandwich mit der Mehrzweckplatte, einer Acrylplatte, dann kommt der Prägefolder mit dem Papier und dann die andere Acrylplatte. Und dann wird das Ganze einmal durchgenudelt. Und dann habe ich auch schon mein Papier geprägt. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, wie ihr es aufbringen möchtet. Möchtet ihr das positiv oder das negativ haben des Papiers? Ich mache es jetzt einheitlich wie auf den anderen Karten und bringe hier hinten meinen Kleber auf. So. So rum. Andrücken. Und gegenüber unserem Ausgangsmodell sehen wir jetzt, da fehlen noch zwei Schmetterlinge. Und zwar nehme ich dazu die Stanze Eleganter Schmetterling. So, und zwar brauche ich ein Stanzteil in Schiefergrau und ein Stanzteil aus dem Pergamentkarton. So.
Das Ganze verbinde ich jetzt mit unserem Tacker. Der hat so schöne Mini-Tackernadeln. Na, schauen wir mal, dass wir das schön ordentlich aufeinander legen. Er wehrt sich noch. So, jetzt habe ich gewonnen. Okay. Und dann platzieren wir die Tackernadel mittig zwischen den beiden Flügeln, um jetzt den Schmetterling aufzubringen. Nehme ich am liebsten, wo sind sie? Da sind meine Glue Dots. Das sind Mini-Klebepunkte. Und ihr seht hier auf dem Trägerpapier sind ganz kleine Punkte aufgereiht. Sieht man das? Ihr seht es nicht. Doch, doch, man sieht das ein bisschen. Okay, und zwar jede Seite vom Flügel, ne, bekommt zwei Klebepunkte. Am leichtesten nimmt man mit dem Standteil den Klebepunkt vom Prägepapier ab. Also nicht irgendwie den Klebepunkt abpitteln und dann versuchen, auf dem Standteil zu platzieren. Da werdet ihr nicht glücklich mit. So, und dann setzen wir ein bisschen schräg. Der Rest ist eh schon gerade genug. So, und drücken etwas die Flügel hoch und haben dann so die fertige Karte. So, das war mein heutiges Projekt. Wieder 5 Karten für tolle 5 Mädels bei mir im Team. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir für das Video einen Daumen hoch da lasst oder meinen Kanal abonniert oder vielleicht sogar beides. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.